Klimapolitik und Energiewende. Herausforderungen und Perspektiven. Die Abendveranstaltung des ZEW Mannheim zu diesem hochaktuellen Thema stößt auf großes Interesse. Nicht zuletzt, weil der Jugendprotest Fridays for Future, aber auch die aktuellen Berichte über die verheerenden Brände in Australien die Öffentlichkeit bewegen. Die Bundesregierung hat als Ziel ausgegeben, für Deutschland bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Bei diesem Vorhaben kommt der Energiepolitik eine entscheidende Rolle zu. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu dieser Veranstaltung der besonderen Art. Wir freuen uns sehr, Herr Altmaier, wir sehen Sie. ZEW-Präsident Achim Wambach ist es daher eine große Freude, im Rahmen der Vortragsreihe Wirtschaftspolitik aus erster Hand als Redner den Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, begrüßen zu können. Ja, Deutschland wird in 20 Jahren anders aussehen als heute. Der Energiemix wird anders sein. Das ist eine Herausforderung, sicherlich auch hier in Mannheim für unser Großkraftwerk, eins der modernsten Steinkohlekraftwerke. Wir haben andere Mobilitätsformen, für uns in Baden-Württemberg eine Riesenherausforderung. Wie gehen wir damit um, mit den anderen Mobilitätsformen? Und ich brauche jetzt nur über den Rhein zu schauen, das Chemiewerk auf der anderen Rheinseite, neue Produktionstechnologien. Auch da werden wir uns komplett umstellen müssen. Das ist alles mit einer hohen Unsicherheit verbunden. Keiner weiß so genau, was kommt. Und für Unternehmen ist die Unsicherheit Gift im Sinne von, es macht es sehr schwer zu investieren und wohin fährt der Zug. Umso wichtiger ist es, dass aus der Politik klare Rahmenbedingungen kommen, dass die Planungssicherung erhöht wird und dass die Unternehmen sozusagen eine klare Perspektive bekommen und nicht nur die Unternehmen, sondern wir alle, also auch wir als Gesellschaft, wo es hinläuft. Deswegen bin ich sehr froh, Herr Altmaier, dass Sie dieses Thema gewählt haben für heute, Klimapolitik und Energiewende, Herausforderungen, Perspektiven und dass wir hier sozusagen aus erster Hand erfahren, von Ihnen nämlich erfahren, was die Bundesrepublik plant, was sie macht und wie es da die nächsten Jahre weitergeht. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung, sehr geehrter lieber Herr Rektor, lieber Herr Professor Wambach. In seiner Rede geht der Minister auf die nationale und internationale Klimapolitik und die deutsche Rolle in diesem Prozess ein. Er macht deutlich, dass Deutschland es ernst meint mit der Energiewende als einem zentralen Baustein zur Erreichung seiner Klimaziele. Denn nur wenn wir Klima- und Ressourcenverbrauch schonen und schützen, wird die Marktwirtschaft dazu beitragen können, dass die Wachstumspotenziale einer Welt von 8 Milliarden Menschen, die alle einen bescheidenen Anteil an Wohlstand und Glück sich erarbeiten wollen, gehoben werden können. Aber nur, wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit bewahren und nach wie vor eines der erfolgreichsten Industrie- und Wirtschaftsländer dieses Globus sind, werden wir unsere klimapolitischen Anstrengungen nicht nur in Deutschland erfolgreich durchführen können, sondern sie auch anderen Ländern und anderen Regionen in der Welt als gute Entscheidung nahebringen können. In der sich anschließenden Diskussion greift ZEW-Präsident Achim Wambach die Frage nach der gesellschaftlichen Akzeptanz von Energiewende und anvisierten Klimazielen auf. Auch zahlreiche Fragen von Seiten der Veranstaltungsteilnehmer beleben die Diskussion. Brauchen wir für den Klimaschutz nicht vor allem internationale Initiativen? Wie lassen sich Klimapolitik und nachhaltige Ressourcennutzung mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einer Industrie- und Wirtschaftsnation vereinbaren? Wie lässt sich Regulierung glaubhaft gestalten? Die engagierte Beteiligung der Zuhörerschaft zeigt, dass das ZEW mit seiner Veranstaltungsreihe Wirtschaftspolitik aus erster Hand ein wichtiges Forum zum Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis bietet. Damit setzt es das zentrale Anliegen seines Förderkreises, der diese Veranstaltungsreihe seit vielen Jahren unterstützt, weiterhin sehr erfolgreich um. Herr Altmaier, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war ein sehr spannender Abend. Toll, dass das so geklappt hat. Also, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Alles Gute im neuen Jahr.